In unserem neuesten Video zum mega großen Open-World-Taktik-Shooter Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands zeigen wir euch diesmal, was ihr beim Thema Multiplayer beachten solltet, welche Taktiken besonders gut funktionieren und wir zeigen euch auch, welche Fehler man machen kann. Mit insgesamt 4 Spielern ziehen wir diesmal in die Schlacht gegen das Santa Blanca Drogenkartell und wer dabei überleben will, der kommt nicht drum herum, sich abzusprechen. Bevor es allerdings zu Absprachen kommen kann, solltet ihr erst das Operationsgebiet genau auskundschaften, um sicherzustellen, dass alle Gegnerpositionen bekannt sind und es nicht zu bösen Überraschungen kommt. Ist das geklärt, können wir die Gegner nach und nach gezielt ausschalten, aber auch hierbei braucht es Geduld und Absprachen. Mit dem Simultanschuss-Feature kann sich jeder Spieler einen Gegner aussuchen und diesen auch markieren. Für die anderen Mitspieler wird das durch eine weiße Markierung über dem Gegner sichtbar. Wenn hierbei die Markierung konstant angezeigt wird, wissen alle, dass der Schütze freies Schussfeld hat. Blinkt allerdings die weiße Markierung über dem Gegner, signalisiert das, dass der Schütze eben noch kein freies Schussfeld hat und alle besser noch warten mit dem simultanen Abschuss. Die ideale Taktik, um gegnerische Stellungen sicher auszuschalten, startet von oben. Das bedeutet, dass zuerst die oberen Sniper-Positionen ausgeschaltet werden, um zu verhindern, dass diese einen Alarm auslösen. Danach arbeitet man sich von außen nach innen durch und es müssen nicht direkt immer alle 4 Spieler im Kampfeinsatz sein, denn es empfiehlt sich auch immer mal ein Backup zu haben. Nachdem man die äußeren Patrouillen schließlich ausgeschaltet hat, teilt man sich idealerweise in 2 Teams auf. 2 Spieler infiltrieren dabei die Stellung des Gegners und werden jeweils von einem Sniper gedeckt, der in einer erhöhten Position außerhalb der Stellung auf der Lauer liegt. Um übrigens unnötigen Stress zu vermeiden, kann man die Gegner auch packen und unbemerkt in einer dunklen Ecke ausschalten. Die 2 schlimmsten Fehler, die ihr machen könnt, sind zum einen fehlende Absprachen beim Simultanschuss. Das führt in der Regel dazu, dass zum Beispiel ein Alarm ausgelöst wird, was die Mission deutlich schwerer macht. Zum anderen muss man unbedingt geduldig sein und darf nicht in Panik verfallen. Sobald angefangen wird, wild um sich zu ballern, entgleitet die Situation meist schnell. Verstärkung wird gerufen und dann wird es richtig hart, das Missionsziel überhaupt noch zu erfüllen. Wer auf all diese Details beim Koop-Gameplay achtet, der wird garantiert eine Menge Spaß haben mit dem neuen Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, was übrigens schon am 7. März für die PlayStation 4, die Xbox One und für den PC erscheint. Und wenn euch unsere Multiplayer-Tipps und Tricks gefallen haben, dann seid so gut und lasst ein Like unter diesem Video.